Fliegenfischer, aufgepasst! Am 13. und 14. April ist es soweit. Die 8. internationale Erlebniswelt Fliegenfischen öffnet ihre Pforten und bietet auch in diesem Jahr wieder jede Menge Informatives und Inspirierendes für alle Besucher. You are very lucky. In this fair you have some of the best casters in the world. Egal ob Wurfspezialisten aus Übersee, Fliegenfischer-Profis aus dem Alpenraum oder bekannte Fliegenbinder aus Europa. Auf der EWF trifft sich die große Fliegenfischergemeinde der ganzen Welt und macht diese Messe zu einem Muss für jeden Fliegenfischer und all diejenigen, die es noch werden wollen. Um auch Ihnen, liebe Leser, bereits jetzt einen kleinen Eindruck davon zu vermitteln, was Sie auf der 8. Erlebniswelt Fliegenfischen alles erwartet, waren wir im letzten Jahr mit der Kamera vor Ort. Armin Piawetz, einer der Initiatoren der EWF, zeigte uns ein paar Highlights der Veranstaltung. Mein Name ist Armin Piawetz. Hinter mir seht ihr die 7. internationale Erlebniswelt Fliegenfischen. Das Highlight im Bereich Fliegenfischen. Wir veranstalten diese Fachveranstaltung jetzt bereits zum 7. Mal. Zum 4. Mal hier auf diesem ganz tollen Gelände mit sehr viel Atmosphäre vom Kloster Fürstenfeld, das ist nahe München. Heuer ist es so, dass uns über 20 Nationalitäten besuchen. Wir haben ca. 90 Aussteller auf der Erlebniswelt Fliegenfischen. Jeder hat seine Marke und daher kommen auch wirklich die wirklichen Spezialisten im Hintergrund, die die Marke gut erklären können. Weiters gibt es ein Kinder- und Jugendlichenprogramm, es gibt ein Damenprogramm, es gibt ein spezielles firmenunabhängiges Programm für Neueinsteiger, wo sie beraten werden, wo ihnen geholfen wird. Und das geht so weit, dass wir die besten Werfer oder eine der besten Werfer der ganzen Welt hinter uns vereinen können. Sind Leute von Amerika, von Europa, von Schottland, ihr werdet Leute im Kilt sehen und, und. Also sehr international und sehr viel Spaß. Gerade am großen Wurfpool steht neben dem Spaß natürlich auch die Vermittlung von praktischem Wissen im Vordergrund. Zahlreiche namhafte Wurfprofis zeigen hier, wie man seinen eigenen Wurf noch verbessern und weiterentwickeln kann. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Hier seht ihr hinter uns einmal die Atmosphäre von der EWF und setzt ihr euch die tolle Wurfveranstaltung an. Wir sprechen jetzt nicht von 10, 20 Personen, sondern das sind wirklich, da geht es um Mengen, die wir anziehen und von überall her. Das heißt, man trifft sich auf der EWF und die Werfer sind einmalig. Einhandrouten, Zweiradrouten, alle Wurfstile und Wurfrichtungen und das macht so spannend. Das heißt, jeder verrückte Fliegenfischer, der sich Infos holen will, bekommt er diese Informationen. Und ja, es ist einfach Freude, dabei zu sein. Natürlich braucht man auf der EWF aber nicht nur zuzuschauen, sondern kann auch selbst aktiv werden. Auf den großen Freiflächen des Klosters Fürstenfeld bekommt man auch aktive Hilfe, wie hier von einem ehemaligen Weltmeister im Fliegenwerfen. Von der Wiese schließlich an den Bindetisch. Auch hier wartet die EWF mit großen Namen auf. Wir sind jetzt auf der großen Bühne im Stadtsaal und hinter mir seht ihr so eine Reihe an Fliegenbindern. Und wenn Sie auf die Muster schaut, außergewöhnliche Dinge, die da entstehen. Da wird einfach versucht, mit natürlichen Materialien Fliegen möglichst naturnah nachzubinden. Und das Schöne ist, ihr seht da Fliegenbinder unterschiedlichster Nationalitäten wieder mit Spezialgebieten. Von der Lachsfliege bis hin zur kleinen Mücke oder kleinen Nymphen. Alles in alle Variationen. Und ich glaube, das Beste ist, ihr macht selbst einmal einen kleinen Streifzug über die Bindetische. Sind wirklich Künstler und es macht sehr viel Freude, ihnen zuzuschauen. Einer dieser Künstler ist Gerhard Leible, wohl einer der bekanntesten deutschsprachigen Fliegenbinder überhaupt und seit Anfang an auf der EWF dabei. Die EWF begeistert mich deshalb einmal, weil es viele Kunden gibt bzw. Leute gibt, denen man was zeigen kann, wo man also nicht immer nur publiziert in Zeitschriften, sondern wo sie auch direkt fragen können. Man lernt wieder viele Freunde kennen
Und man hat vor allen Dingen das Auswahl, dass man viele Materialien anschauen kann. Und vor allen Dingen haben die Kunden die Auswahl bei den Bindern, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Fliegen zu binden. Und ich denke mal, das macht die EWF so interessant, dass das Spektrum so breit ist, dass jeder etwas mitnehmen kann. Und deshalb freue ich mich immer jedes Jahr, auf die EWF zu kommen und da ein paar Fliegen zu zeigen. Wer das Gesehene dann auch zu Hause ausprobieren möchte, der kann sich auf der EWF natürlich auch gleich mit dem nötigen Material ausstatten. Egal ob Ruten, Schnüre, Rollen oder Bindematerial, bei über 90 verschiedenen Ausstellern ist sicher für jeden das Richtige dabei. Die EWF hat ein besonderes Konzept, und zwar das Konzept der Markenstrategie. Jeder Produzent oder jeder Großhändler steht einmal auf der EWF mit seiner Marke. Dadurch passiert eines: jeder Großhändler oder Produzent hat seinen Spezialisten dabei. Das heißt, es gibt fast nirgends so viele Informationen als auf unserer Fachveranstaltung. Und wir haben heuer mit über 20 Nationalitäten, auch bei den Ausstellern, irrsinnige Markenvielfalt. Und man hört sehr viele Sprachen, es sind überall die Dolmetscher dabei, also keiner braucht Angst zu haben, dass er nichts versteht. Aber es macht einfach sehr viel Spaß, mit einem Schweizer hinter mir, der Marc Petitjean, oder mit einem Österreicher, mit einem Amerikaner, mit einem Iren, mit einem Schotten, mit einem Argentinier, mit einem Chilenen zu sprechen, weil der kennt ja schließlich bei der Reise sein Gebiet am besten und seine Produkte am besten, und dadurch kommt wirklich sehr viel rüber. Und das ist vielleicht das Tüpfchen um i, wo man bei einer gemischten Veranstaltung nicht so wirklich auf dem Niveau mithalten kann. Selbstverständlich steht auf der Erlebniswelt Fliegenfischen auch der Nachwuchs im Mittelpunkt. Neben zahlreichen Angeboten für Einsteiger erfreut sich vor allem das Fliegenbinden für Kinder immer großer Beliebtheit. Und auch die ersten Würfe mit einer Fliegenrute gelingen dank professioneller Hilfe auf Anhieb. Ich bin der Gerhard Bosch, komme aus Österreich. Und ich bin das siebte Jahr dabei, und das ist der absolute Hammer. Also ist jedes Jahr absolut toll. Ja, wir kommen beide aus Mittenwald. Wir sind Vater und Sohn, und wir kommen jedes Jahr. Seit der ersten Messe sind wir bei der EWF dabei. Wir finden es einfach super, dass man hier so eine große Auswahl hat, dass man die Entwicklungen genießen kann, die passieren im Fliegenfischen. Und wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier gewesen sein, wenn wir beide gesund bleiben. Es ist echt super, hier mal die Möglichkeit, alles auszuprobieren. Riesenauswahl, super Veranstaltung. Vielleicht besucht uns einmal auf der nächsten EWF. Und wie gesagt, denkt dran, es ist nicht nur für die Spezialisten, sondern es ist wirklich eine Messe, wo einem Einsteiger geholfen wird. Und das sehr fachlich und sehr mit fundierten Kenntnissen. Das heißt, ihr könnt ohne irgendwas mit diesem Metier zu tun haben bei uns reinkommen. Macht euch mit der Familie einen schönen Tag. Kinder gibt es sowieso gratis Eintritt bis 15 Jahre. Und dann holt euch die ganzen Informationen direkt am Wurfpool und werft mit einem Spezialisten, packt eine Fliegenrute ein, erkundigt euch, wie eine Fliege ausschaut, und wie gesagt, genießt einfach zwei schöne Tage. Danke sehr. Alle weiteren Informationen zur EWF finden Sie im aktuellen Heft oder im Internet unter erlebniswelt-fliegenfischen.de.